NSU-Terror-Trio fielen mutmaßlich 10 Menschen zum Opfer, die meisten von ihnen griechischer und türkischer Herkunft. Deren Familien waren heute zum größten Teil angereist. Außerdem kamen Vertreter griechischer und türkischer Botschaften und der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime. Sie alle verfolgten eine Debatte, die sowohl schonungslose Aufarbeitung als auch ehrwürdiger Akt sein sollte. Es war ein besonderer Moment. Der Thüringer Landtag hat die Angehörigen der NSU-Opfer um Entschuldigung gebeten. Die Demütigungen durch falsche Verdächtigungen hätten den Schmerz zusätzlich vergrößert. Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht erklärte, dass Parlament und Regierung für eine umfassende Aufklärung stünden. Aufklärung ist die Voraussetzung dafür, die tiefe Vertrauenskrise aufzuarbeiten, in die uns das Versagen der Behörden gestürzt hat. Die Bündnisgrünen forderten in der Debatte, dass beim Rechtsextremismus nie wieder weggesehen werden dürfe. Wir wollen in Thüringen nicht von der Zwickauer Zelle sprechen und wollen nicht, dass in allen Ländern untereinander mit dem Finger gezeigt wird. Wir wollen unsere Verantwortung übernehmen. Wir wollen ein Ende der V-Mann-Praxis und wir wollen die Aufarbeitung kontinuierlich weitertreiben. Die Sozialdemokraten forderten einen Gedenkort für die Opfer des rechtsextremen Terrors, und zwar in Thüringen. Thüringen hat eine besondere Verantwortung bei der Aufklärung der NSU-Thematik, denn von hier stammten die Mitglieder der NSU, hier wurden sie sozialisiert, hier wurden sie und haben sie sich radikalisiert. Die Christdemokraten halten es für notwendig, dass die Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern ihre Zusammenarbeit verstärken. Um gewonnene Erkenntnisse künftig schneller und gemeinsam nutzen zu können. Das war ja auch ein Defizit, was wir festgestellt haben, die Kommunikation zwischen Bund und den Ländern. Für die Liberalen hat das Behördenversagen beim Rechtsextremismus bereits Anfang der 90er Jahre begonnen. Die ehemaligen DDR-Beamten konnten sich den offenen Hass der Rechtsextremisten nicht vorstellen. Und die Beamten aus dem Westen hätten nicht erwartet, dass hier eine solche braune Brut entstanden ist. Aus Sicht von linken Fraktionschef Bodo Ramelow liefert der Abschlussbericht nur Teilergebnisse, weil nach dem Aufdecken des NSU ein wildes Schreddern von Akten begonnen habe. Dass es wirklich nur 3 sein sollen, halte ich für ausgeschlossen. Ich verstehe überhaupt nicht, dass das ganze Netzwerk aller Beteiligten nicht als terroristische Organisation behandelt wird und alle mit angeklagt sind als terroristische Organisation. Einig war sich die Mehrheit der Parlamentarier am Ende, dass in der nächsten Legislaturperiode weiter aufgeklärt werden muss. Wahrscheinlich soll es dann einen neuen Untersuchungsausschuss geben. Große Einigkeit also bei den Thüringer Abgeordneten. Viel Lob für die Arbeit des Untersuchungsausschusses kam auch aus der Berliner Politik. Die Aufarbeitung sei exzellent und sehr gründlich gewesen, hieß es beispielsweise. Doch was sagen die Opferangehörigen? Wir trafen nach der Debatte Mustafa Turgut, dessen Bruder in einem Rostocker Imbiss ermordet wurde, mutmaßlich von dem NSU-Terror-Trio. Sie haben alle sehr offen geredet. Sie haben alles, was geschehen war, offen debattiert und das hat gut getan. Haben Sie etwas vermisst, also sprich weitere Konsequenzen oder dergleichen für die, die Fehler begangen haben? Es ist bis jetzt eine ganze Menge veröffentlicht worden, aber niemand hat die Konsequenzen getragen. Konsequenzen aus den Verfehlungen der Thüringer Ermittlungsbehörden forderte auch die Opferbeauftragte der Bundesregierung, Barbara John. Es sind so viele rechtliche und Verfahrensfehler, dass man jetzt natürlich die Frage stellt, und was jetzt? Wie viele Disziplinarverfahren gibt es eigentlich? Oder gibt es gar keine Disziplinarverfahren? Kann man das alles so machen und die Beamten, die das aus Interesselosigkeit verursacht haben oder aus Gedankenlosigkeit oder einfach aus Weggucken, die sagen dann nochmal gut gegangen, haben wir Glück gehabt, uns kann nichts passieren. Das geht nicht. Das haben mir auch die Familien gesagt. Was sollen diese 1800 Seiten, wenn nichts passiert, wenn alles so bleibt, wie es ist? Nach der Sondersitzung zum NSU-Abschlussbericht gab es noch einen zweiten Tagungsordnungspunkt für die Parlamentarier. Es ging um die umstrittene Besetzung eines weiteren Direktorenpostens am Thüringer Rechnungshof. Mit den Stimmen von CDU, SPD, Linken und Grünen wurde dieser Punkt aber auf die Zeit nach der Landtagswahl verschoben. Und damit wurde die letzte Sitzung für die Parlamentarier in dieser Legislatur geschlossen. Wir melden uns dann wieder zur Wahl aus dem Landtag und damit zurück ins Studio.